Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meine Hübschen. Also, ich hatte mir heute Morgen gedacht, ich war noch nie mit euch bei TK Maxx. Beziehungsweise vor Jahren war ich da einmal, ich glaube, ich habe da nicht mal aufgenommen oder so. Und weil da nämlich, ich glaube, ein paar Geschenke für meine Mama besorgt habe. Irgendwie so. Auf jeden Fall ist es schon sehr, 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 sehr lange her. Und ich habe mir gedacht, da wir jetzt ja Weihnachten vor der Tür stehen haben, möchte ich ganz gerne da auch mal hinfahren und gucken, was die so an Weihnachtssachen da so parat haben. Ich hatte schon mal ein paar YouTuberinnen geguckt. Und irgendwie hat wohl TK Maxx schon Weihnachtssachen. Auch in Amerika haben die wohl irgendwie schon Weihnachtssachen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal los und schauen uns da einfach mal im Geschäft mal um. Mal gucken, vielleicht finde ich ja was, vielleicht auch nicht. Also wie gesagt, ich brauche eigentlich so gut wie nichts. Aber wie gesagt, wir gucken einfach mal, was sie da so Schönes haben. Ich habe nämlich an Weihnachtsdeko genug da und einfach mal Interesse halber, wie gesagt, die haben auch unheimlich tolle Sachen generell. Ich hatte für meine Nichte schon mal was gekauft, da waren so ein paar schöne Babysachen, also Klamotten. Dann gibt es für erwachsene Klamotten, ich habe mir auch schon mal so eine Jacke da gekauft. Dann haben die auch viele tolle Taschen und tolle ja, Küchenutensilien, auch so Küchengeschirrtücher und sowas oder Handtücher. Auf jeden Fall haben die eigentlich alles. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal los. So ihr Lieben, ich bin jetzt hier gerade angekommen und war noch ein bisschen was einkaufen, aber wie gesagt, jetzt, das seht ihr dann in meinem Vlog, den ich heute noch nebenbei drehe und jedenfalls geht es einmal für mich jetzt hier zu TK Maxx rein. Hier sind schon mal so ein paar Kosmetiksachen, ihr Lieben, auch die ganzen Zangen und Pinsel. Guckt mal. 5,99 €. Die Marke sagt mir nichts. Genauso wie falsche Wimpern. Und ganz viel Seife. Hier ist einmal die Körperpflege und die sehen ja cool aus, alle. Ganz, ganz viele Bürsten und solche Waschlappen sozusagen oder Handschuhe. Alles so diese schöne Naturfarbe. Und da auch. Genau so wie Shampoo, aber diese Marken sagen mir alle gar nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ganz viele Shampoos. Hier ist die Haarpflege. Leute, mir sagt das alles nichts. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und hier sind die Haarbürsten alle in verschiedenen Formen, Farben. Mi Bella sagt mir nichts. Mit Wehrhaarbürste für 3,49 €. Der sieht auch ganz hübsch aus, von Bosch, sagt mir auch nicht so ganz, das ist 39,99 €. Der ist echt ganz schön, auch recht groß. Und diese Farbe gefällt mir total gut, kostet aber 80 € hier. So ein Rucksack. Hier sind noch ganz, ganz viele Schals und ich finde, die sind hier ganz hübsch, aber hier ist kein Preis. Nichts, oder? Doch. 20 €. Karierte habe ich schon zu Hause. Hier ist ganz viel Schmuck. Ohrringe, Ohrstecker und so weiter. Hier auch. Genauso wie hier. Ganz viele Ohrstecker. Hier sehe ich gerade Mützen. Die man austauschen kann hier mit diesen Pompons. In Grau. 15 €. Auch hier. Das habe ich noch gar nicht gesehen irgendwo. Und hier ist eine Mütze mit dem Schal zusammenpassend. Die sieht auch sehr schön aus. Hier sind wunderschöne Uhren. Guckt mal. Das sieht toll aus.
19 Euro nur. Krass. Ist auch ganz schön hier. Passend für 19,90 Mütze und Schal. In rosa. Hier sind noch mehr Mützen und Handschuhe und Portemonnaies in verschiedenen Größen, Farben, Preisen. Also das wäre jetzt so meine Farbe, die ich dann auch habe. Und es gibt noch ein paar andere schöne. Sieht auch schön aus. Preis. 60 Euro. 69 Euro. 69 Euro. Ist auch was in Grau von Boscher. Sehen auch ganz nice aus eigentlich, finde ich. 25 Euro. Das sind ganz viele Jacken. Diese Mantel wäre echt cool, aber nicht in der Farbe jetzt hier, nicht in Rot. Und noch mehr Jacken. Verschiedene Farben, Stoffe. Immer noch eine Weste für mich, ne? Habe ich bei H&M nicht gefunden, weil die irgendwie so Oversize irgendwie haben. Oder das ist so ganz, ganz weit geschnitten, ne? Oversize, aber nicht so. Ich habe mir diesen Mantel gefunden. Kostet 80 Euro ungefähr. Ist aber die gute Länge. Die Jacke habe ich schon mal eingepackt. Jetzt bin ich in der Abteilung mit ganz, ganz vielen tollen Koffern. Oh, die Farben sind richtig schön manchmal. Und Schuhen. Aber nicht meine Größe, glaube ich. Mir ist zu klein. Da sind noch mehr Schuhe. Und noch mehr Koffer. Richtig coole Farben. Das wäre jetzt hier meine Größe 38, aber irgendwie finde ich hier so nichts Passendes. Ich würde gerne für meinen, also für den neuen Mantel jetzt irgendwie dunkle Schuhe, also schwarze, aber nee. Das sieht auch ganz hübsch aus, aber ich weiß nicht, wie Lackschuhe sich so pflegen lassen. Hier sind das wieder Sportschuhe, allerdings schon eine größere Nummer. Für Männer eher. Herrenschuhe. Bin ich gerade in der Mädchenabteilung. Oh, die haben so schöne Sachen, Leute. Schaut mal diesen hübschen Rock an. 17 Euro. Hier auch. Der Pulli ist auch wunderschön. Normalerweise hier 30 Euro. Ich habe nämlich mit meiner Nichte 15. Hier ist ganz, ganz viel runtergesetzt. Sportsachen. Hier gibt es ganz viele Kostüme. Prinzessinnenkleid. Und Jungssachen. Hier da drüben sind wieder Jacken, ganz viele Jacken. Eher für Kinder dann, ne? Ich finde es süß. Oh, voll niedlich. 33 Euro. Aber ich glaube, die ist zu klein für meine Nichte, oder? Ich weiß gar nicht, welche Größe das jetzt ist. Die sind so süß, die Jacken. Die Jungs. Mein Gott, haben die so schöne Sachen hier, das gibt's nicht. Und das eher so ein paar Spielsachen und Krabbeldecken für die Babys. Hier auch. So, hier sind ein paar Spielsachen für die Jungs eher. Na gut, Mädchen aber auch. Also für größere. Und drüben ist was für die Kleinen. Und hier sind ganz viele Spiele. Und hier sind Babysachen. Die Raupen nimmer satt. Hatten wir das Buch gelesen. Kaffeemaschine aus Holz.
wunderschöne Kinderbücher. Richtig toll. Hier bin ich in der Abteilung mit Bettwäsche, Kissen, Decken und so weiter. Genauso wie Badzubehör. Das sieht schön aus, so ganz normal weiß. Aber wir haben nicht solche Kissen. Das sieht auch mal mega aus. Große Badetücher für 10 Euro. Das ist auch schön. Und hier nehme ich mal diesen Spiegel mit 15 Euro. Ja. Das ist quasi so ein Bambus-Spiegel, aber 15 Euro. Irgendwie. Bei dem war das günstiger. Ganz, ganz viele Badläufe. Das sieht auch schön aus mit solchen Quasten hier. 13 Euro. Kann eigentlich nicht meckern. Die sind auch schön. Der hier zum Beispiel. 10 Euro nur. Was haben wir hier noch? Und noch mehr Handtücher, Badetücher, Laken. Verschiedene Farben drüben auch. Also kann man sich jetzt hier echt nach Farben sortieren. Ist auch eine schöne Farbe hier. Keramik hier. Kein Plastik. Kommen wir zu den Kerzen. Auch verschiedene Farben. Das riecht hier so gut. Na, und ein bisschen Deko ist hier noch. Der ist voll süß. Den nehme ich mal mit. Ich habe noch einen kleineren. 13 Euro. Der ist cool. Hier sind ein paar Blumentöpfe, haben sie runtergesetzt für 6 Euro. Sieht auch ganz interessant aus. Hier ist ein Kürbis. Dann mal der. Ein paar Lampen. Hier sind ein paar Malsachen. Und hier sind noch mehr Kerzen, ihr Lieben. Das ist Wahnsinn, was sie an Kerzen hier haben. Mehr Kerzen, die sind alle nach Farben sortiert. Die sehen echt wunderschön aus. Genauso wie das hier alles. Sieht toll aus, auch die Spiegel. Hier ist auch toll. Und hier sind Lampenschirme. Wunderschöne Kuscheldecken. In verschiedenen Farben. Die sind echt toll. Kosten 25 Euro. Richtig schön. Die sind mega hier. Alle schöne Farben sortiert. Hier sind ganz, ganz viele Weihnachtskugeln. Wow. Heftig. Sieht wunderschön aus. Da sind noch mehr Weihnachtssachen. Genauso wie hier. Die sehen auch hübsch aus, die Farben. Oder auch diese. Kosten 97. Die sehen cool aus, die Vasen hier. 13 Euro. Genauso wie diese hier. 9,99 Euro. Alles Einzelstücke. Ist auch cool. Kostet günstig. 9,99 Euro. Hatte ich, glaube ich, bei H&M 15 Euro bezahlt. Hier sind viele Tassen, also Tee-Ecke sozusagen. Und ich hatte mir bei Amazon was bestellt. So einen ähnlichen Wasserkocher. Ist aber noch nicht angekommen nach einer Woche. Sehen auch toll aus. Und hier Backutensilien.
Hier sind viele, viele Gläser, Weingläser, Sektgläser und so weiter. Aber wir brauchen keine. Kommen wir in die Messerabteilung und Brotbrettabteilung. Das sieht auch cool aus. Kostet 18 Euro. Ganz viele Brotbretter. Und Schälchen, Bambusschälchen. Oder Akazienoliv, Leute. Auf jeden Fall aus Holz. Und hier sind auch halt Küchenutensilien, Persiebe, ja, Schneebesen, Schüsseln, Salatschüsseln. Ich bin jetzt erstmal fertig und bin einmal zu Gast und dann zeige ich mir mal in Ruhe zu Hause, was ich alles dann habe. Es ist jetzt kurz nach 11, ihr Lieben, also genau sagen 20 nach 11. Ich war, glaube ich, wieder mal eine Stunde in diesem Laden drin, aber es ist so toll. Also die haben wirklich unheimlich viele Sachen da. Also alles so, also das Sortiment an sich ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Also die haben auch unheimlich viele Jacken. Die haben, ich hatte jetzt für Ash Sport eine Sporthose mitgenommen und einen Pulli. Mal gucken, ob das alles passt. Auch günstiger. Und aber ich habe jetzt gerade so einen Kopf, ne? Weil das alles zu viel war. Und es dauert halt eben, ne? Wenn man so ein bisschen aufnimmt. Und selber würde man natürlich ganz schnell durchrutschen, aber und durchrutschen. Ich würde aber gerne euch halt eben so ein bisschen was zeigen. An Weihnachtssachen hatten die nicht allzu viel. Vielleicht kommt das ja noch, weil sie gerade irgendwie auch so die Regale teilweise so ein bisschen oder ein paar Sachen aussortieren. Vielleicht kommt ja noch was rein. Das weiß ich gar nicht. Aber also sie hatten schon so ein paar Sachen da, aber so habe ich dann nichts gekauft von den Weihnachtssachen. Also nichts gefunden. Und das Ding ist ja auch, die haben ja nicht immer so, was weiß ich, von einem Artikel irgendwie so ganz, ganz, ganz viele. Zum Beispiel Deko oder so oder Körbe, die sind auch recht schnell ausverkauft. Und das sind teilweise aber auch Einzelstücke. Genauso wie Vasen und Übertöpfe und sowas dann, ne? Puh, ja. Also ich würde sagen, wir düsen jetzt immer nach Hause. Esch hat gleich schon Feierabend. Und zu Hause in Ruhe werde ich euch nochmal alles zeigen. Das sind echt schöne Sachen und vor allem dieser schöne Mantel, den ich mir mitgenommen habe. So einen habe ich gesucht, habe ich schon bei H&M geguckt, aber das war halt eben nicht so cool. Und der hätte normalerweise irgendwie bei über 200 Euro gekostet. Die Marke kenne ich gar nicht, müsst ihr mal vielleicht mit danach googeln. Auf jeden Fall ist er sehr also warm, man muss nicht mal einen fetten Pulli drunter anziehen. Und ja, und halt geht ein bisschen länger, genau das, was ich haben wollte. Allerdings habe ich jetzt noch keine passenden Schuhe dazu, aber das ist ja egal. Da muss ich vielleicht mal zu Deichmann, weil meine Mama bei Deichmann war. Und da hat sie für sich ganz schöne so Halbstiefel gefunden, so mit Fell. Ich weiß nicht, entweder hole ich solche oder ich schaue einfach mal. Oder bei mir habe ich sonst meine in diesem bräunlichen habe ich Schuhe. Ich habe ja nicht so viele. Und Stiefel in braun. Aber ich denke mal, das wird auch passen. Mal gucken, vielleicht finde ich irgendwann mal irgendwie Schuhe. Dafür würde ich, glaube ich, eher nochmal losgehen und da nochmal suchen. Jetzt sehe ich gerade, hier ist Anstings Family. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt hier sind in Reisdorf. Da war eigentlich ein anderer Laden vorher. Ja gut, auch mal interessant zu wissen. Ja, meine Hübschen, also ich würde sagen, ich schnacke jetzt hier nicht allzu lange. Wir fahren jetzt einfach mal nach Hause. Nun bin ich zu Hause, habe alles rausgelegt und ja, ich würde mal sagen, ich fange mal an, euch das einmal zu zeigen. Und zwar einmal diesen Adidas-Pulli für mein Kind. Das ist das Etikett von dem anderen Pulli. Meine 34,99 oder sowas. Auf jeden Fall um die 35 Euro habe ich jetzt für diesen Pulli hier bezahlt. Dann gab es nochmal eine Adidas-Hose für Ash, wie man es gleich dazu sagt. Die kostet dann 30 Euro, also 29,99. In Blau habe ich mir gedacht, nehme ich mal mit, weil schwarz hat er alles. Dann für meine Nichte habe ich schon mal zu Weihnachten das erste Geschenk. Diesen wunderschönen Pulli. Der ist richtig toll. Die Farbe ist auch so schön. Das passt auch zu ihr, weil sie ein bisschen dunkler ist, also dunkle Haare hat. Und kostet 14,99. Voll schön. Also ich fand den ganz niedlich. Gab es auch noch in hellblau, hellrosa, Entschuldigung. So, dann kommen wir mal zu diesen beiden Deko-Teilen. Diese Vase finde ich unheimlich schön. Die habe ich vor allem in blau oder weiß. Wo ist sie überhaupt? Habe ich irgendwie weggestellt, ne? Für 99 habe ich sie jetzt hier bei TK Maxx gekauft und bei damals bei H&M gab es diese Farbe gar nicht, leider. Habe ich dann, glaube ich, mindestens 15 bezahlt.
und diesen wunderschönen Hocker. Das ist so ein Deko-Hocker. Ich finde den total schön. Da passt eigentlich irgendwie. Muss ich gucken, wo ich den hinstelle. Für 12,99 €. Dazu passend das Stück ist dann dieses hier. Voll hübsch. Also ich finde die ganz cool. Und dann kommen wir mal zu dieser Jacke nochmal, zu diesem Mantel. Den fand ich auch total gut. Also ich habe ihn vor allem auch schon mal gesucht, so einen ähnlichen zumindest. Also ich hatte ja keinen Plan, welche Marke und überhaupt. Und den finde ich voll schön. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Keine Ahnung, also ich kannte das jetzt nicht. Man kann auch dieses Fell hier einmal abmachen, Fellkragen. Dann, was hat man dann? Nur den Kragen oder? Nein, man hat nur eine Kapuze quasi, ohne diesen Fellkragen. Ich glaube, das werde ich mal machen wahrscheinlich. Ansonsten fand ich so ganz schön. Der ist nämlich schwarz und ein bisschen länger. Und hier an der Seite sind Reißverschlüsse. Ich weiß nicht, kennt ihr das hier? Ich kannte das nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie man sich darauf verlassen kann, weil manchmal sind die Sachen bei denen recht hoch ausgezeichnet. Also was sie normalerweise hätten kosten müssen können, wie auch immer. Immer habe ich das Schild hier gesehen, diesen Gebänzel hier. Und das fand ich sehr teuer. Es war eine, über 200, da, über 200 oder so. Hier, Dollar. Komisch, ne? Warum Dollar? Die Größe M habe ich jetzt hier mitgenommen. Sagt mir nichts. Und das ist die Füllung und wasserfest, wie es aussieht, und down. Wie gesagt, und dann habe ich nur 79,90 € bezahlt. Also im Internet sind die viel teurer, die Mäntel auch. Da findet man unter 100 € überhaupt gar nichts, also eher teurer. Und dann weißt du auch nicht, wenn du online bestellst, halt, wie die Qualität so ist. Natürlich bin ich gerne mal im Laden, wo ich mir dann die Sachen auch mal angucken kann, gerade so solche Sachen. Da hast du auch nicht das Problem nachher mit dieser Rücksendung, musst nichts irgendwo hinschicken oder zurückschicken, wenn es mal nicht passen sollte. Und wie gesagt, an sich finde ich diesen Mantel wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil er halt eben ein bisschen länger geht, also so einen langen habe ich noch nie gehabt. Aber auch wiederum nicht zu lang, weil es gibt nämlich auch zu lange Mäntel, die gehen teilweise bis hier. Und das wäre mir dann echt zu lang. Ich würde sagen, ich ziehe den einmal kurz mal an und dann schauen wir uns noch zusammen im Spiegel an. Wie gesagt, im Laden habe ich den schon angehabt. Aber nochmal in Ruhe kurz angucken. Und voilà, so sieht er aus. Er ist auch nicht zu massig. Also M geht. Ich hatte ja bei H&M was anprobiert. Das war auch M, aber die waren eher doch ein bisschen weiter geschnitten. Und ich finde ihn wirklich sehr schön. Er ist ein bisschen quasi figurbetonend. Also wenn ich den zumachen würde, dann wäre ich nicht so dick irgendwie da drin. Also es ist nicht so in Übergröße. Und ich finde ihn cool. Schreibt mir gerne mal eure Meinung, ob ihr sowas mögt. Aber ich glaube, die Kapuze werde ich mal abmachen. Mal gucken, wie das da gleich aussieht. Ohne, weil die wiegt ja auch ein bisschen. Ne? Deswegen würde ich mal sagen, ich habe gekratzt hier, ich würde sagen, ich werde mal die Kapuze kurz abnehmen oder dieses Fell und dann schauen wir uns das nochmal an. Mein Schnucki ist draußen. So gefällt er mir schon besser, wenn dieses Fell weg ist. Das ist dann nicht so wuchtig und es ist echt schöner. Auf jeden Fall, wie gesagt, freue ich mich sehr über diesen Mantel, ihr Lieben. Also, finde ich voll cool. Und der ist total warm, wirklich. Da musste ich ja nicht mal irgendwie eine fetten Pulli oder warmen Pulli anziehen, sondern das, da reicht völlig irgendwie vielleicht ein Langarm-Shirt oder so. Nichts anderes, genau. Und dieses hier werde ich einfach mal wegpacken. Brauche ich jetzt dann nicht. Also, wie gesagt, schmeiße ich natürlich jetzt nicht weg, aber gebrauchen kann ich das jetzt nicht unbedingt. Vor allem, wenn es regnet oder so, kann man den Mantel nicht anziehen, wegen diesem Fellstück jetzt hier. So, meine Hübschen, das war jetzt hier mein relativ kleiner Einkauf jetzt bei TK Maxx, aber ich finde, das ist völlig ausreichend. Und ich bin gespannt, was er gleich dazu sagt. Er kommt nicht gleich nach Hause. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch in der Nähe irgendwo TK Maxx habt. Also, wir haben den schon sehr, sehr lange. Und wie gesagt, ich bin nicht so oft da drin jetzt, ne? Also jetzt vielleicht alle 3 Monate mal einmal oder so. Und ja, also mir hat es da sehr gut gefallen, wie gesagt, weil die Auswahl auch so riesig ist. Also egal was es ist, auch so Markensachen haben die ja nun günstiger und Schuhe, also alles in einem Laden, ne? Na gut, ihr Lieben, also ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.